Hallo und willkommen beim Romane und mehr Podcast und zur zweiten Staffel, dem Jugendroman Verkehrt. Die Körpertausch-Comedy ist im Rowohlt Verlag erschienen. Verkehrt. Der Rektor redet mit sich selbst. Die Räumlichkeiten nicht abschließen. Typische Professoren. Was ist das hier? Muss das hier auf dem Tisch stehen? Wird hier nichts mehr aufgeräumt? Oh, bitte nicht, flehe ich innerlich. Rascheln von Papier. Der Rektor lacht auf. Was haben wir denn hier? Einen Spickzettel der Professoren? Kennen die etwa ihre eigenen Versuche nicht? Das Klicken eines Kugelschreibers. Wir schauen uns an, tief in die Augen, ohne zu blinzeln. Frank und ich schauen wir uns gegenseitig in unsere eigenen Augen endlos lange. Wieder das Klicken des Kugelschreibers. Wieder sind seine Schritte zu hören, diesmal schneller, und mein Herz bleibt stehen, weil ich nicht weiß, ob er um den Schrank herumgeht oder aus der Tür. Dann wird die Tür zugezogen und wir hören, wie er den Klassenraum von außen abschließt. Wir atmen durch. Das war knapp. Arschknapp, sagt Frank. Nach ein paar großen Schritten stehen wir wieder vor unserem Versuch. Auch der Zettel liegt noch daneben. Er hat einen Kommentar darauf zurückgelassen. Seine Handschrift ist eine Katastrophe, aber ich kann es entziffern. Guck mal, was er geschrieben hat. Beim Staatsexamen auch gepfuscht. So wie er selbst, sagt Frank. Das hätten wir dem nie erklären können. Fertig? Fragt er mich. Steht echt schon alles? Ja, genau wie letztens. Ich denk schon. Was heißt du denkst? Der Rex hat mit dem Kuli über alles drüber gekritzelt. Ist jetzt nicht mehr alles so genau zu erkennen. Also. Anstatt seinen Satz zu vollenden, berührt er mit einer Hand die Kugel und ich tue es ihm gleich. Bei drei, sagt er. Eins, sage ich, zwei, sagt er, und wir beide sagen zusammen drei. Ich sehe, wie Frank den Schalter umlegt, und augenblicklich bekommen wir tierisch eingewischt. Wir springen zurück und unterdrücken unsere Schreie. Der Schmerz zieht bis in die Schulter. Ich reibe mir den Arm, Frank auch. Weil ich meinen Körper neben mir sehe, weiß ich, dass es nicht geklappt hat. Meine blonden Haare stehen ungeordnet ab. Ah, Ratzekacke, sagt er. Es hat ganz schön gezwirbelt. Scheiße, und jetzt? Irgendwas stimmt nicht. Das ist klar. Ich check nochmal die Zeichnung, was ich erkennen kann. Frank nimmt sich den Zettel und überprüft vor sich hin murmelnd die Instrumente, hält den Zettel auch gegen das Licht der Fenster. Mein Arm kribbelt immer noch. Wir bringen uns hier noch um, sage ich. Das hoffe ich nicht. Er dreht den Zettel auf die Seite und ruft, aha, was, die Leiter, die müssen andersrum. Schon baut er sie aus und dreht sie um. Jetzt ist alles so, wie der Berndchen gesagt hat. Garantiert. Los, komm. Er legt die Hand wieder an die Kugel. Ich nehme diesmal die andere Hand. Einen zweiten Stromschlag in den gleichen Arm brauche ich nicht. Ich kneife die Augen zu und beiße die Zähne aufeinander. Mach einfach. Wieder bei drei, mach einfach. Eins, drei. Der Schalter klickt. Nichts. Gar nichts. Mach nochmal, sage ich. Ich höre den Schalter klicken, wieder und wieder, schneller und schneller, aber ich fühle nichts, nicht mal Strom. Mir steigen Tränen in die Augen. Er starrt die Instrumente an. Frank, warum? Sei nicht so laut jetzt. Was weiß ich, es ist alles so wie auf dem Zettel. Dann müsste es doch klappen, sage ich. Genau so sah es aus. Warum klappt es dann nicht? Ich greife seinen Arm und schüttel ihn. Ich weiß es nicht, Elisabeth, ich weiß es nicht. Ich lasse meine Hände sinken. Oder willst du immer noch nicht tauschen? Klar will ich tauschen, sagt er. Warum funktioniert es dann nicht? Elisabeth, du bist auch so ruhig. Natürlich, Panik hilft jetzt gar nicht. Wäre aber menschlich. Allerdings unnütz, sagt er. Frank. Ja, sag's mir jetzt. Willst du tauschen? Ja, boah, verdammte Rotzekacke, klar will ich tauschen. Ich habe das Gefühl, er sagt die Wahrheit. Der Schulgong ertönt, Schule aus. Sommerferien. Dumpf dringen das Kreischen und Lachen der durch die Gänge laufenden Schüler zu uns. Ruhe, sagt Frank nur. Ich wende meinen Kopf ab, wische mir eine Träne von der Wange. Irgendwas muss anders sein als vorgestern, sagt Frank und mustert eindringlich die Instrumente. Ich drehe mich um, lehne mich mit dem Rücken an die Arbeitsplatte. So viele Instrumente hier. So viel haben die Wissenschaftler schon geschafft, aber hierbei kann uns niemand helfen. Trotz des Holzes macht das Labor einen kühlen Eindruck. Das einzig Lebendige sind die Pflanzen auf der Fensterbank. Am Ende steht eine Sprühflasche. Sie hat die gleiche Form und Farbe wie unsere zu Hause. Zum Befeuchten der Blätter. Zum Befeuchten der Luft. Vorgestern war...
Hohe Luftfeuchtigkeit, sage ich. Frank, vorgestern hatten wir eine hohe Luftfeuchtigkeit, das habe ich gehört im Radio. Das war anders, das war anders. Vielleicht hat das damit zu tun. Während ich rede, hole ich die Sprühflasche und drehe die Düse auf, feinstmöglichen Wasserstaub. Ja? Ja, das kam im Radio, echt, das habe ich morgens gehört, beim Frühstück. Die so bla 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 und super heiß und besonders hohe Luftfeuchtigkeit. Aha, macht er. Er überprüft noch einmal alle Stecker, rüttelt an ihnen, ob sie fest sitzen. Ich beginne uns einzunebeln, dazu halte ich meinen Arm steil nach oben und sprühe gen Decke. Es dauert einige Sprühstöße, bis das Wasser meine Stirn benetzt. Mach jetzt, sage ich. Eine Hand halte ich auf der Kugel, mit der anderen befeuchte ich die Luft. Frank kichert kirre los. Was ist? Sorry, aber wenn jetzt der Rektor noch mal reinkommen würde und dich so sieht, mach jetzt endlich. Aber auch ich muss loslachen. Da sind sie wieder, die Nerven. Er legt eine Hand an die Kugel, mit der anderen legt er den Schalter um. Bzzz. 67. Frank. Gleißend helle Lichtkreise pulsieren vor meinen Augen. Ich weiß einfach, dass sie offen sind, obwohl ich nichts sehe, außer diesen Lichtkreisen, die aus einem weißen Nebel zu strahlen scheinen. Ich spüre, wie die Feuchtigkeit mein Gesicht kühlt. Oder fliege ich durch die Wolken? Hat's mich erwischt? Doch da höre ich diese wunderbare Stimme eines Engels. Hey, du kannst aufhören. Du kannst jetzt aufhören. Frank, hörst du mich? Sag was, du Idiot, sag doch was. Doch was? Ja, sagt sie. Geschafft, wir haben es geschafft, der Albtraum hat ein Ende. Geschafft, sage ich müde. Endlich, endlich. Der Schleier vor meinen Augen lichtet sich. Über mir schwebt meine Hand mit der grünen Sprühflasche, ich drücke deren Abzug und erzeuge so einen feinen Nieselregen über mir. Meine Hand schmerzt schon. Ich höre auf, stelle die Flasche auf den Tisch und sehe Elisabeth, die sich die Schläfen reibt. Mann, du hast mir echt Angst gemacht. Was denn? Stehst da und reagierst nicht. Du hast da gestanden wie ein Denkmal für Gartenpflege. Mit Automatik im Arm und nix in der Birne. Es hat geklappt. Ich bin ich und Elisabeth ist wieder Elisabeth. Dann lache ich erleichtert auf und sie lacht auch. Und wir umarmen uns, eng, innig. Ich umarme den Körper, in dem ich bis vor ein paar Sekunden gesteckt habe. Sie flüstert, bin ich froh. Ich auch. Ich spüre ihre Brüste an meinem Oberkörper und ihren Oberschenkel an meinem und... Draußen hupt jemand und sie löst sich aus der Umarmung. Das ist Mutti, das muss Mutti sein. Die ist immer pünktlich, im Taxi, schnell, ich muss zum Flieger. Sie will zur Tür hinaus. Warte, hier lang ist schneller, sage ich und deute auf die Fenster. Sie schaut mich an und ich reiße das erste auf. Beiläufig schnappt sie den Zettel vom Bärnchen von der Arbeitsplatte, knüllt ihn zusammen und steckt ihn in die Hosentasche. Dann schwingt sie sich elegant durch den Fensterrahmen und landet zwischen den Büschen. Ich folge ihr, ziehe das Fenster von außen wieder zu und wir laufen zwischen den Büschen am Gebäude entlang, bis wir auf den Schulhof treten, wo uns Jens und ein paar seiner Kumpel erwarten. Zumindest stehen die vier dafür günstig, ausgerechnet dort, wo wir rauskommen. Sie drehen sich um zu uns, stehen in einer Reihe mit den Händen in den Hüften oder den Armen verschränkt vor der Brust in einem Halbkreis. Wir verlieren unseren Schwung, bleiben schließlich vor ihnen stehen. Ich weiß auch nicht warum, aber an ihnen außen vorbeizulaufen, das hätte wirklich lächerlich ausgesehen. Jens hat nur Augen für Elisabeth. Wo kommst denn du denn her, mit dem da? Dabei schaut er mich nicht einmal an. Es geht dich gar nichts an, sagt sie. Elisabeth will an ihm vorbei, aber er blockiert den Weg. Ich balle meine Fäuste und entspanne sie gleich wieder, weil die anderen drei einen Schritt auf mich zumachen. Mit einem von den Kadetten hätte ich es aufgenommen, mit jedem einzeln auf jeden Fall, aber alle drei... Das Taxi hupt wieder. Es parkt seitlich neben dem Eingang, das Taxischild scheint auf der Schulhofmauer zu sitzen. »Lass mich durch«, sagt sie. »Was habt denn ihr da gemacht?« »Rumgeknutscht«, sagt sie. Wieder versucht sie an ihm vorbeizukommen, er hält sie am Arm fest. »Lass los!« »Komm mir nicht blöde, ja?« »Lass sie los«, sag ich jetzt. Das Taxi hupt dreimal lang. »Du bist gleich dran«, sagt Jens zu mir. Elisabeth will ihn zur Seite schieben, doch er will sich auch ihren anderen Arm greifen. Sie rudert sich frei und ansatzlos mit einer geschmeidigen Bewegung, bei der sie die Schulter mit nach vorne wirft und ihre rechte Faust und Ellbogen eine Linie bilden, trifft sie sein Kinn mit einem bilderbuchmäßigen Jab. Jens grunzt unverständlich, verdreht die Pupillen, seine Beine geben nach und ich fange ihn gerade noch auf, bevor er auf den Boden knallt. Vorsichtig lege ich den Ohnmächtigen nieder. Knockout-Punch direkt aufs Kinn. Glaskin, sage ich.
Einer seiner Kumpels hockt sich neben ihn, die anderen beiden spielen Salzsäule. Elisabeth reibt sich die Knöchel. Ich sage, kannst du sie auf und zu machen? Sie öffnet die Faust zitternd und schließt sie wieder. Dann ist alles ganz geblieben, sage ich. Das Taxi steht auf Dauerhupe. Wir laufen los. Als wir auf der Straße sind, steigt Mutti geradeaus. Die grünen Schuhe stehen schon auf dem Bürgersteig. Ich komme, ruft Elisabeth. Ich lasse mich langsam zurückfallen. Mutti bleibt sitzen und keift. Wo bleibst du denn jetzt? Das Flugzeug wartet nicht. Bin ja da. Mutti sieht mich und verzieht das Gesicht. Dann verschwinden die grünen Schuhe im Taxi und sie rutscht auf der Rückbank durch, um Elisabeth Platz zu machen. Elisabeth will schon einsteigen, da dreht sie sich zu mir um und wir gehen aufeinander zu. Sie umarmt mich nochmal und ich umarme sie und das ist die festeste Umarmung, die ich je hatte. Bis nach den Ferien, sagt sie. Bis nach den Ferien. Sie guckt mich kurz an und küsst mich ansatzlos auf die Wange. Bevor ich etwas sagen kann, ist sie aus meinen Armen und im Taxi. Die Tür knallt zu, als der Fahrer Gas gibt. Und sie schaut sich über die Schulter durch die Heckscheibe nach mir um. Und ich winke und sie winkt zurück, bis der beige Mercedes verschwunden ist. Und dann ziehe ich die Nase hoch. Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Wenn ja, dann like doch bitte oder teile oder schreib eine kurze Rezension. Oder erzähl einfach anderen von Verkehrt. Ich würde mich super freuen. Die Musik ist vom Kölner Ambient-Musiker Max Würden. Seine Songs könnt ihr auf Bandcamp hören. Links sind in der Beschreibung. Geschichte und Stimme ist von mir, Thorsten Nesch. Meine Romane gibt es in allen guten Buchhandlungen oder im Internet. Bis bald wieder bei Romane und mehr und Verkehrt.